So, und da sind wir schon wieder bei Batman Arkham Asylum. Und wir haben zuletzt hier erstmal den Joker versehentlich freigelassen und sind jetzt hier in einer Patientenruhigstellungskammer, wo Zaz eine Wache festhält. Und wir können in Dieser einen alte Panzerschlitz Detektivmodus sollte wechseln. mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Okay, ich kann mit Hilfe meines Grapple auf die Umgebung klettern, um einen besseren Angriff zu planen. Ja, das ist das Einzige, was mir hier angezeigt wird. Entsprechend werde ich das mal machen. Müsste noch mal wissen, wie der Grapple geht. Da. Rechts. Oben. Okay, dann kann ich da rüber. Ah ja, und so komme ich auch hinter ihn. So in etwa. Da sehe ich, der ist nervös. Und X sagt mir, ich kann einen sogenannten Gleittritt machen, was auch immer das soll. Ah ja. Okay. Und dann kann ich ihn ausschalten. Zack, da liegt er doch. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Das haben wir gut gemacht. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hä? Und ich will dir auch was zeigen. Einen Moment, Batman. Tada! Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du es noch nicht gemerkt hast, heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman, aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Ui. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie besonders schlau. Okay, und während wir hier eine Riddler-Trophäe, was auch immer das sein mag, nehmen. Okay, das scheint so eine Art Bonus-Punkte zu sein. Also, ne? So, können wir nochmal eben hier gerade gucken. Der Riddler. Aufgrund seines zwanghaften Ringens nach Aufmerksamkeit ist Edward Nygma auf dem besten Wege, einer der absonderlichste Schurke von Gotham City zu werden, zumal er an den Orten seiner Verbrechen meist obskure Spuren und Rätsel zurücklässt. Batman hat bereits mehrmals bewiesen, dass er in der Lage ist, die Pläne des Riddlers zu durchkreuzen. Letzteres allerdings fest entschlossen, ein Mysterium zu erschaffen, das der dunkle Ritter nicht rechtzeitig lüften kann. Jo. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir da vielleicht doch was lüften können. Da hinten war, wenn ich mich recht erinnere, auch noch so ein Gitter. Das öffnen wir auch noch mal hier heroisch. Oh, kein Problem. Batman hat einen Weg rausgefunden. Er hat den Ventilator von der Wand gerissen. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er aufbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Okay. Dann treten wir auch das Gitter nochmal weg. Und hüpfen hier mal runter. Hinter uns ist garantiert... Ach so, ja, hier waren... Ach, ja, ja, ja. Hier hat vorhin der Typ die Tür nicht aufgekriegt. Und da sind wieder lustige Gebisse am Boden. Ach, scheiße, daneben. Dabei ist das mit den Zielen wirklich nicht schwierig, aber naja, ich krieg's trotzdem hin. Jetzt sind wir in der Entgiftung. Es geht weder rein noch raus. Verdammt, sie sind da drin eingeschlossen. Kann ich hier nicht irgendwie...
Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Ah ja, okay. Rechts oben ist dieser Grapple, damit wir uns irgendwo hin machen können. Und erstmal wieder... Ja. Ah. Ja. Ah. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Das würde ich aber auch mal sagen. Oh ja, dir helfe ich aber sofort. Hier wird nichts passieren, bleiben Sie hier. Laufe, um Spalten automatisch zu überspringen. Halten ist Laufen und Springen. Okay, aber da hinten ist noch so eine Trophäe. Da kommen wir bestimmt dann von unten rein. Also machen wir erstmal Laufen und Springen hier. Hey. Hier, halt noch ein bisschen länger durch, Steve. Ich kann nicht. Ich falle. Ja, auch die Wache rette ich. Das Tier, das das getan hat. Batman, das Absaugsystem. Steve hat versucht, an das Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Okay, halten und gleiten kann man also auch runterhüpfen. Ja, das ist praktisch. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Okay, ich rette auch die Bösen. Wie man das als Held nämlich so macht. Und hau ihm dann direkt eine runter. So, was ist hier? Jetzt nehme ich mal wieder diesen Detektivmodus. Da ist ein Verstorbener. Da oben kommen wir her. Was ist das da hinten in der Ecke? Da ist der Kontrollschalter an der Absaugvorrichtung. Ein gut gezielter Batarang könnte ihn einschalten. Dann würde ich sagen, werfen wir mal einen gut gezielten Batarang da drauf. Und weg ist das Giftgas. Dann habe ich da nochmal... Ach. So. Und jetzt hüpfe ich hier mal runter. Nee, da möchte ich erstmal noch nicht raus. Erstmal möchte ich mich hier so ein bisschen umgucken gerade. Und zwar in diesem Detektivmodus. Verstorben, verstorben. Schade, schade. Da kann ich scheinbar wohl niemanden mehr retten. Aber was haben wir denn hier? Da oben war doch diese Riddler-Trophäen. Oh, Riddler-Trophäe noch. Und da ist schon wieder so ein Gebiss. So. Und hier ist ein Schaltkasten. Dankeschön, Batman. Ja, bitteschön, Eddie. Kein Ding. Ich würde aber dennoch sehr gerne jetzt ja mal wissen, wie ich da oben reinkomme. So, hier ist ein Kabel. Gucken, kann ich da vielleicht mal einen gut gezielten Batarang draufwerfen? Nee. Ja, Sicherheitstorsteuerung. Die würde ich sehr gerne benutzen. Die Subszene wurden von Lucius Fox entwickelt. Ja, das ist toll, aber das bringt mir jetzt auch nicht wirklich viel. Da kann ich also nicht durch. Ja, keine Ahnung. Also wenn jemand weiß, wie man diese Türen aufkriegt, dann bitte mal kurz in die Comments, weil... Ja, keine Ahnung. Es wäre halt schade, wenn man da irgendwie was vergisst. Transferschleife. Moment. Da fühlen die Pfeile hin. Das heißt, wir folgen mal nicht den Pfeilen, sondern gehen mal hier rum. Aber... Oh, und dann hauen wir uns hier mal wieder mit ein paar Kameraden.
So, Feier, mein Freund. Jetzt habe ich vergessen. Ich glaube, hier müssen... Nein, da können wir doch gar nicht lang. Dann können wir nur hier hinten lang. Wo uns die Pfeile hinleiten. Da ist wieder so ein Gebiss. Wieso hast du so lange gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber noch nicht jetzt. Oh, ist der groß. Jo. Batarang? Okay, bloß eine Richtung ist ausweichen, okay. Muss jetzt erstmal eben alles hier geschissen kriegen. So, ausweichen. Ist ja die Frage, kann ich mich hier nicht irgendwo hochgrappeln? Nein, kann ich nicht. Okay, dann muss ich ihm halt so aufs Maul hauen hier, oder wie sehe ich das? Oh, und besser ausweichen muss ich auch. Ach. Hey, liegt der jetzt schon? Das war ein wenig unerwartet, ja. Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich, oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausrechenbar, Vance. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkham angeflogen. Du wirst sehen, ne? Gut, der war ja nur einfacher, als ich gedacht hätte. Größe heißt also nicht... Ah, alles klar. Vayntech Upgrade freigeschaltet. Fülle die Events, die an seinem Bett zu verbessern. Wähle ein Upgrade im Vayntech Auswahlbildschirm aus. Das mache ich. Spezial-Kombo-Wurf. Ermöglicht Batman nach einer achtfachen Combo einen Würgeangriff, der nicht abgewehrt werden kann und mehreren Gegnern Schaden zufügen kann. Nach einer Spezialkombo kann Batman weitere Attacken aneinander rein. Das kann ich alles noch nicht. Combo Batarang. Okay, verdoppelt im Falle eines perfekten Timings die Effektivität normaler Angriffe. Verdoppelt das Combo-Ergebnis jedes Angriffs. Dies beschleunigt die Aktivierung spezieller Combo-Moves. Ermöglicht Batman, Gegner unter Wasserspeiern von oben zu packen und gefesselt hängen zu lassen. Auch nicht schlecht. Panzer-Upgrade. In die Brustplatte des Batsuits eingearbeitete Para-Aramid-Fasern bieten zusätzlichen Schutz. Auch nicht schlecht. Erhöht die Effizienz des Standard-Batarangs und verlängert die Zeitspanne, die das Ziel kampfunfähig bleibt. Möglichst zwei Ziele gleichzeitig auszuschalten. Kann nach dem Werfen vorübergehend nicht eingesetzt werden. Verbessert den Combo-Batarang. Spezial-Batarang, der von Batman gesteuert werden kann. Nach dem Wurf kann er vorübergehend nicht erneuert werden. Ja, also weiß ich auch noch nicht so ganz genau, aber ich denke, ich nehme erstmal die Brustplatte. Denn mehr Rüssi ist nie verkehrt. So, dann sind wir jetzt ja mal schon ganz schön kräftig. Und gehen hier wieder raus. Und jetzt frage ich mich, da geht's nicht weiter. Rein hier, wo noch mehr von Ihnen kommen. Wo denn? Ach hier. Hallo. Dankeschön. Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite?
Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Dann mach das doch mal. Okay. Stimmt fast. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tata! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Während wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Ja. So, Jim Gordon ist auf jeden Fall jetzt das Wichtigste. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Das hoffe ich. Ja. Genau. So war der Plan. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad. Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte. Das mache ich und deswegen renne ich jetzt direkt mal los. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also wenn ich Sicherheitskurs brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Ach. So, okay. Wir sind immer noch auf dem Weg zurück. Ich bin hier gerade so ein bisschen überfordert. Ach. Habe ich eigentlich unendlich von den Batarangs oder wie ist das? So, den Feierabend machen. Den ausschalten. Und... Ey, den wollte ich ausschalten. So sieht's aus. Da liegen sie da nieder. Und jetzt ist die Frage, da müssen wir hin. Also hier durch die Tür. Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan, etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Bowles hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Ich sammle alle Informationen zu Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Folge Gordons Bewegung, indem ich der Alkoholspur folge. So der Plan. Ah ja, jetzt schnalle ich das. Okay. Ist also hier in der Luft. Das kann ich auch mal im Rennen ruhig machen. Ah, da ist auch noch was. Sehr gut. Sei still. Was ist los? Batman! Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Ah!
Sag mal, was ist passiert? Wie fandest du das, Batman? Jetzt kannst du uns nicht mehr folgen. Du bist da unten gefangen, bis ich uns in der Jail habe. So sieht's aus, aber wir werden doch einen Weg finden. Jetzt ist die Frage, was heißt die Frage, ist es gar nicht. Wie sieht's denn aus mit Speichern? Speichern gibt's nicht, nur Kontrollpunkte. Na gut, dann hoffen wir mal, dass das hier ein Kontrollpunkt ist. An die Oberfläche gebracht. Wenn ich Ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Und das werde ich machen, nämlich hochklettern. Aber das mache ich erst morgen. Ciao.